So, da sind wir wieder. Inzwischen habe ich die Videos für heute freigegeben. Und wir wollten das Holz oben wegmachen. Und jetzt stören mich die Löcher doch irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich gehe da nochmal runter. Wie tief geht denn das? Ach, da ist sogar ein Laubblock reingefallen. Also hier unten ist zum Glück alles halbwegs beleuchtet. Und ich ist, glaube ich, unter der Hühnerfarm. Ja, das kann gut sein, dass das hier direkt unter der Hühnerfarm ist. Da es hier recht hell ist, spawnen hier wahrscheinlich wenig Monster. Außer vielleicht in den Ecken hier, wo jetzt Wasser drin ist, aber das kann ich ja nachhellen. So, und ansonsten würde ich sagen, das lassen wir ruhig mal offen. Wer weiß, wozu das gut ist. Mit den zwei Löchern hier. Ich meine, zumindest erinnert mich das daran, dass da irgendwas drunter ist und dass man da vielleicht was draus bauen könnte. Und das ist doch schon mal nicht so verkehrt. Und jetzt wisst ihr was, solange wie wir jetzt hier quasi die Umrandung erst hier fertig haben, baue ich hier noch eine Lücke rein. Das ist jetzt zwar sehr, ich sag mal, kleinlich von mir. So. Oh mein Gott. Oder auch sehr zerstörerisch, könnte man es fast nennen. So. Hier eine Fackel, da eine Fackel. Einsammeln. So, Fackeln waren... Ach, das sieht schön aus. Wie Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür. Ihr müsst noch Weihnachtsgeschenke kaufen für eure Lieblings-Let's Player. War natürlich nur ein Spaß. So. Hier ist es ja recht einfach. Zwei. Ich mache jetzt einfach Seite für Seite. Jetzt noch mal zurück. Wir sollten eigentlich recht weit kommen. Ach, ist das jetzt schön grün, das Laub? Das gefällt mir auch mal. Aber ich glaube, das bleibt nicht so. Das wird jetzt gleich schlagartig wieder gelb. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der Stelle hier an. Und jetzt hier die Decke drauf. Am besten bis zum nächsten Ausbau legen wir uns schon ein paar Vorräte an, Blättern an. Dass wir immer mal, wenn wir Holz holen, auch ein, zwei Scheren mitnehmen. Und dann Blätter pflücken. Dann haben wir dieses Problem nicht, dass wir gleich extra Holz für Blätter farmen müssen. Und zum Glück ist es jetzt hier in der Ecke erstmal noch einfach, das Ganze zu machen. Weil wir müssen von außen die Seite nicht dranhängen. Das ist doch auch schon mal eine schöne Sache. Dass wir das Ganze mal etwas einfacher haben. Und das Ding hier, das steht jetzt einfach mal da mittendrin.
hier müssen wir jetzt wieder von außen dranhängen. So. Ja, damit haben wir ein gutes Achtel schon fertig in 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob das so nicht schneller geht. Ja, ich glaube schon, dass das so schneller geht. Blub. Und Wasser. Und das Ganze nochmal zurück. Und ob das hier aufgeht. Aber ich sag mal, über die Hälfte sollten wir damit auf jeden Fall schaffen. So, und dasselbe jetzt innen. Zack. Zack. Hier nochmal die beiden dran hoppeln. Das gerade laufen. Ich habe irgendwie immer einen Drall drin. Aber jetzt läuft es. Jetzt ist schön. Ups. So. Fangen wir mit der Reihe an hier. Weil die ist am schwierigsten zu setzen, wenn da später schon... Mist. So. Ob das überhaupt für so viel reicht? Ja, mit 8 pro Ding hatte ich recht, oder? Das waren bestimmt über 20 Stacks. Vielleicht habe ich auch in der Breite etwas verrechnet. Na, abwarten, wir kriegen schon unsere Blätter zusammen. Ich bin jetzt doch etwas ruhiger geworden. Das ist auch, weil ich mich hier so ein bisschen konzentrieren muss. Ah, damit nicht sowas passiert. Damit wir hier auch schnell durch sind. So, jetzt der Mittelweg. Ja, das wird richtig eng mit der Hälfte. Das nächste Gebiet möchte ich dann allerdings unbedingt in die Luft setzen. Das heißt, damit werden wir vielleicht im Januar dann anfangen oder im Februar. So, die Seite ist soweit fertig. Jetzt können wir auch mal hier in die Ecke gucken, ob das wirklich alles da geblieben ist, wo es hin soll. Und das heißt, wir können hier nachrüsten. Das ist übrigens gar nicht schlecht, dass der Boden hier ausgehöhlt ist, denn gerade hier, wo die Treppe hin soll, ich hoffe, da kommen wir dann auch schnell hingebuddelt. Da möchte ich einiges verändern. Und ich hoffe, es wird auch schön.
könnten ja mal im Haus gucken, ob wir da noch ein paar Blätter haben, aber ich glaube, da ist auch nicht mehr wirklich viel zu holen. Hier drauf. Und da drauf. Jetzt mit den Höhenunterschieden, das hatten wir natürlich jetzt gerade auf der Reihe nicht. Da konnten wir einfach so durchpreschen. Mal ganz vorsichtig drücken, dass ich da nicht sofort zwei in der Hand habe. Hab. Ja, jetzt von außen noch die Dinger dran und dann haben wir... Doch, die Hälfte haben wir damit hingekriegt. Jetzt fehlt noch ein großes Stück und unsere Blättervorräte sind knapp bemessen. Das Problem ist, hier in der näheren Umgebung haben wir jetzt Birke... Ach, da haben wir noch genug. Irgendwie interessant angeordnet. Hier stehen so die Redwood-Bäume, da stehen so die Birken und da stehen die normalen Bäume. Brauche ich momentan Holz? Ja, Holz brauche ich eigentlich immer. Hier ist auch wieder schön glatt. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Anstiege gibt es nur auf den Querebenen. Das hier hätte ich eigentlich... Nee, alles anheben wäre auch doof geworden. Oder doof gewesen. Dann haben wir zumindest schon mal hier so ein Grundlagen-Ding dran. Das ziehen wir jetzt auf der Seite auch nochmal zurück. Keine Lücke drin, sehr schön. So, dann noch die Wand. Die kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr fertig. Nö. Ah! Hab ja noch. Höhenunterschied sollte jetzt weg sein. Ja. Also ganz so viel Laub, wie ich meinte, fehlt dann wohl doch nicht mehr. Wo ging es hier nochmal höher? Ach nee. Mein Fehler. So. Für ein so ein Ding brauche ich ein bisschen was über zwei Stacks. Da oben drauf nochmal vier kommen. Und ich denke mal, dass genau diese vier noch fehlen werden.
sind das 2,5 mal 4. Aber erstmal machen wir jetzt wieder eine kurze Pause.